Wie geht's dir denn? Gut, danke schön. Selbst? Auch wunderbar. Ich habe soeben deinen neuesten wunderbaren Film Eine Million Minuten gesehen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war sehr berührt. Ich bin Das freut mich. selber Vater einer Tochter und wie ging es dir dabei, als du zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört hast? Es geht ja alles von diesem Buch von Wolf Küpper aus. Also ich habe das erste Mal hat mir der Christopher Doll, der Regisseur des Films, von dieser Geschichte erzählt und ich sage mal, die Fragestellung, die dahinter steht, es war relativ schnell deutlich, dass es eine ist, die sich sehr, sehr viele Menschen stellen und die gerade eine sehr aktuelle ist und auch eine hochemotionale natürlich. Wie verbringe ich meine Lebenszeit? Wie viel Zeit habe ich für das Leben neben dem bezahlten Beruf und so weiter und so fort? Und wie teilen wir uns als Eltern auf? Das ist ja ein sehr konfliktreiches Feld. Und eben dieser Ansatz, dieses konfliktreiche Feld mitzunehmen auf Reisen und eben in der Welt nochmal zu schauen, was es für andere Lebensmöglichkeiten gibt, das hat uns sehr gereizt und einfach sehr fasziniert. Und auch die echte Familie Küper kennenzulernen hat uns sehr fasziniert. Und es war für mich eine ganz, ganz spannende Geschichte und eine sehr, sehr besondere Drehzeit. Ihr habt die echten Küppers getroffen. Ich glaube, es war für ein Nachtessen. Haben Sie euch da Tipps oder Wünsche gegeben, wie ihr das machen solltet, die Umsetzung? Es ist ja eigentlich für die, wie auch dann auch für euch, sehr eine persönliche Sache. Also, ich muss immer dazu sagen, dass wir uns von ihrer Geschichte haben inspirieren lassen, aber natürlich sind die Dinge im Film jetzt nicht eins zu eins das, was die echten Küpers persönlich erlebt haben. Man genau, nimmt ja dann doch manchmal auch noch so andere Perspektiven mit rein oder Momente. Das war auch völlig in Ordnung. Wir waren da in einem sehr engen Austausch oder der Regisseur Christopher Doll war im sehr engen Austausch permanent mit Wolf Küper. Ich habe mir ganz viele Tipps geholt, weil ich habe leider Flugangst und bin gar nicht so reiseaffin dadurch und bin auch, habe großen Respekt, in Länder zu fahren, in denen ich sozusagen das Klima nicht so kenne und sowas alles. Ich bin da tatsächlich gar nicht, ja, gar nicht so gewohnt dran und ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich gestehen. Und es war ganz, ganz toll, Vera löchern zu können. Ich habe sie gelöchert über alles Mögliche, natürlich auch über die Geschichte. Und wir waren wirklich wie zwei Magneten, die einfach 3 Stunden durchgeredet haben, den Moment, wo wir uns getroffen haben. Und nach dem Gespräch hatte ich das Gefühl, ich bin voller Sonne und ich kann ihre unglaubliche Lebensenergie mit auf diese Reise nehmen. Und immer wenn ich in Thailand, in der kleinen, sie hat zu mir gesagt, du wirst die Geräusche lieben, wenn die Natur um dich herum ist. Und ich dachte, Vera, ich bin ein Mensch. Ich habe, allein wenn mir ein Käfer über den Arm gekrabbelt ist, habe ich geschrien für. Aber ich lag in der Hütte in Thailand und hatte ihre Stimme im Kopf, wie schön diese Naturgeräusche sind. Und ich muss gestehen, dass ich sie mittlerweile sehr vermisse. Okay, hier haben wir ein Bild. Ich glaube, das ist in Thailand entstanden, als du dann deine Figur dann von dort aus sozusagen Homeoffice gemacht hat. Man muss vielleicht kurz, kann man zusammenfassen, die Küppers haben ein kleines Mädchen, also zwei Kinder. Das eine Mädchen hat eine leichte, nicht Behinderung, aber sie ist leicht in der Entwicklung, hängt sie ein bisschen hinterher und die beiden gestressten Eltern entscheiden sich dann, auf Reisen zu gehen und eben dem Kind seinen Wunsch zu erfüllen, 1 Million Minuten zusammen verbringen zu können. Das, wie eingangs gesagt, hat mich sehr berührt und ich hatte tatsächlich auch ungefähr 1 Million Mal das Gefühl, dass ich entweder mich selber, meine Frau, meine Tochter oder sonst jemand aus unserem Umfeld wiedererkenne. Das bringt mich zu der Frage, du bist ja eine sehr erfolgreiche und vielbeschäftigte Schauspielerin. Was hast du für einen Rat an vielleicht Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Beruf auch das Privatleben und Berufsleben in eine Balance zu bringen, dass man eben nicht an den Punkt kommt, wo man nur noch streitet? Also ich glaube, das ist gar keine leichte Frage. Ich habe das Gefühl, die Umstände, die dazu führen, dass man so viel streitet, das sind keine persönlichen, sondern das sind strukturelle, die noch nicht gelöst sind tatsächlich und die auch nach wie vor Umdenken und Veränderungen benötigen. Und solange das nicht der Fall ist, werden wir auch immer wieder in diese Fallen tappen. Das glaube ich persönlich sehr. Natürlich ist die Ausgestaltung dessen dann immer eine persönliche
und Individuelle, das ist, da ist man immer selbst gefragt, was will man eigentlich, aber kann man das, was man will, eigentlich auch umsetzen? In meinem Beruf ist es so, es gibt einfach Phasen, die sind sehr arbeitsintensiv, da habe ich 12 bis 14 Stunden Tage, dafür habe ich das große Glück, auch immer wieder Phasen zu haben, in denen ich mich sehr auf den Rest meines Lebens konzentrieren kann, aber das ist natürlich eine, also dieser Art von Beruf geschuldet. Wenn man kann, würde ich sagen, sich wenig selbst, also weniger selbst in Frage stellen, weil, wie gesagt, es ist ganz oft kein persönliches Versagen, sondern ehrlich gesagt gesellschaftliche Ignoranz, dass Eltern, Familien so sehr alleine gelassen werden und auch die Arbeit zu Hause immer noch so unsichtbar ist und nicht ja, mehr gewertschätzt wird oder als das erkannt wird, was das bedeutet für uns alle. Also sich einfach dessen bewusst zu machen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Für mich war das eine große Erleichterung, das zu erkennen. Und dann Hilfe holen. Ich glaube nicht an diesen Begriff der Powerfrau, die alles unter einen Hut kriegt. Ich glaube, das ist eine Illusion oder ich weiß, es ist eine Illusion. Es ist nicht zu schaffen. Und ich glaube, es ist, wenn man kann, richtig und wichtig, sich so viel wie möglich Hilfe zu holen. Caroline, es war wie immer sehr interessant, mit dir zu sprechen. Noch einmal Gratulation zu dem neuen Film. Ich kann ihn wärmstens empfehlen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr schnell wieder bei einer anderen Gelegenheit und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.